Lucasfilm Games. Tief in der Karibik, die Insel Mealy Island. The Secret of Monkey Island, das Geheimnis der Affeninsel, erdacht von Ron Gilbert. Geschrieben von Ron Gilbert, Dave Grossman und Tim Schäfer. Hintergrundbilder stammen von Steve Purcell, Mark Ferrari und Mark Ebert. Animation von Steve Purcell, Mike Ebert und Martin Cameron als Blackie. Und die 256 Farbenversion haben auch mehrere Leute gemacht. Musik komponiert von Michael Land und Barney Jones und Andy Newell von ERX Productions. Und natürlich auch Patrick Mundy. Die Testleitung hatten Juliet Lucero und Kirk Rulston. Die Tester waren an der Zahl ganz viele und viel zu schnell zum Vorlesen. Aber übersetzt wurde von Boris Schneider und produziert von Greg Hammond. Das Scum Story System stammt von Ron Gilbert, Eric Willmaner und Brad Taylor. Aha. The more you know. Hallo. Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich würde gerne Pirat werden. Huch, schleich dich doch nicht so an mich ran. Ich bin übrigens hier drüben. Hallo. Ah, ach so, ja, hier. Nun, Thriftweed. Threepwood. Guybrush Threepwood. Ach so, ja, und du willst Pirat werden, wie? Naja, siehst zwar eher wie ein Buchhalter aus, aber bitte, wenn das mit der Piraterie wirklich ernst gemeint war, dann sprich mit den Anführern. Die sind übrigens unten hier in der Scumbar. Hey, super, danke, das mach ich mal gleich, wa? Tschüssi, Wiedersehen. Ich gehe jetzt und suche mein Glück. Ja, viel Glück dabei. Ach so, wo sind nochmal diese Piratenanführer? In der Scumbar. Ach so, genau, ja. Danke und tschüss nochmal. Dumm, die dumm, die dumm. Teil 1, die drei Prüfungen. Es sind nicht vier Prüfungen und nicht zwei Prüfungen. Nein, es sind genau drei Prüfungen an der Zahl. Und damit sage ich nochmal, beziehungsweise nicht nochmal, sondern ich sage es zum ersten Mal, herzlich willkommen zum nächsten Retro-Let's Play. Diesmal spielen wir wieder ein Adventure und das dürfte jetzt vielleicht ein bisschen bekannter sein als Legend of Kyrandia. Diesmal spielen wir The Secret of Monkey Island, das Geheimnis von Monkey Island, den ersten Teil in der Ur-Version, also nicht die Special Edition, sondern wir gehen chronologisch durch von 1 bis Teil irgendwas. Spielen hier einfach mal los, wa? Würde ich mal sagen. Wählen Sie Gouverneurin Marley. Es gibt nur einen Kandidaten, also fällt die Wahl nicht schwer. Es ist ein bisschen still hier. Da vermisst man noch ein bisschen die Musik. So, Tür auf. Und ab in die Scumbar, wo der Piratenabschaum feiert. Hey, Fremder! Neu in der Stadt! Aber ja, mein Name ist Guybrush Threepwood und ich bin neu hier. Guybrush Threepwood? Das ist der bescheuertste Name, den ich je gehört habe. Wie heißt du? Mein Name ist Menkomp Siebgut. Was treibt dich nach Mealy Island, Trademark? Ich will eigentlich Pirat werden. Oh, wirklich? Dann solltest du vielleicht mit den schrecklich wichtigen Piraten im nächsten Zimmer reden. Auf die hören die meisten hier. Die sagen dir, wohin du gehen sollst und was du tun musst. Und wo finde ich die Gouverneurin? Gouverneurin Marley. Ihr Haus liegt auf der anderen Seite der Stadt. Aber Piraten sind nicht mehr so willkommen wie noch vor ein paar Jahren. Warum denn nicht?
Naja, das letzte Mal, als ein Pirat sie besuchte, hat er sich in sie verliebt. Dadurch wurden die Verhältnisse hier unnötig kompliziert. Und wie das? Nun, es gibt da eine lange Geschichte. Aber ich glaube kein Wort davon. Esteban da drüben am anderen Tisch könnte dir mehr erzählen. Er nimmt die ganze Geschichte ernst. Sehr ernst. Hoppla, ich glaube, mein Grog geht zur Neige. Also, entschuldige mich bitte. War nett mit dir zu plaudern. Und viel Spaß noch auf Mini Island, Trademark. Na, fragen wir mal ein bisschen rum. Die störe ich lieber nicht. Die hören dem Typen nämlich da links zu, der da links sitzt. Den können wir uns auch nicht anschauen. Ist schon ein bisschen her, dass ich das Spiel gespielt habe. Also, ich spiele es quasi semi-blind oder blind oder whatever. Also, schlage ich mich hier einfach nur so durch. Hey, was willst du von mir? Ja, ich würde mich gerne vorstellen. Ich heiße Guybrush. Ja, na und? Wer ist denn dieser Pirat, der die Gouverneurin belästigt? Der Typ drüben will nichts sagen. LeChuck! Das ist der Kerl, der die Gouverneure zum Abendessen besuchen wollte und nie wieder ging. Er hat sich total in sie verknallt, aber sie meinte nur, er solle tot umfallen. Und das hat er dann auch getan. Danach wurde das Ganze ziemlich ungemütlich. Was ist denn so fürchterlich an diesem LeChuck? LeChuck war ein grausamer Pirat. Er versuchte, die Gouverneuren zu beeindrucken, indem er lossegelte, das Geheimnis von Monkey Island zu finden. Aber dann kam ein Sturm, versenkte sein Schiff und ließ keine Überlebenden zurück. Alle dachten, das sei das Ende des schrecklichen LeChuck gewesen. Aber wir hatten Unrecht. Wieso? Was ist denn dann passiert? Er segelt immer noch in den Gewässern dieser Gegend. Sein Geisterschiff terrorisiert die See. Deswegen sitzen wir alle hier und nicht auf unseren Schiffen. Und was genau ist da mit Ihrem Auge passiert? Naja, ich habe mir gerade eine Kontaktlinse eingesetzt, als plötzlich... Hey, warte mal eine Sekunde. Das geht dich überhaupt nichts an, Junge. Entschuldigung, aber ich suche das Dartbrett. Das Dartbrett, das haben wir nicht mehr. Es gab einen schrecklichen Unfall. Trinken und Pfeile gehören nicht zusammen. Und wo kriege ich hier einen Drink? Ein Drink? Na, du könntest warten, bis der Koch vorbeikommt. Aber das könnte den ganzen Tag dauern. Such dir einen Krug und schleich dich in die Küche. Das machen hier alle so. Hör mal, die ganze LeChuck-Geschichte, ne, die hat mich ziemlich mitgenommen. Wenn's dir also nichts ausmacht, brauche ich ein bisschen Zeit für mich. Schade, das war das. Der sieht ziemlich fertig aus, die scheinen beschäftigt zu sein. Mal gucken. Ahoi. Ja, ahoi dich mal selbst. Ahoi. Das ist übrigens ein netter Hut, Kollege. Ahoi. Ja, dann erzähl mir doch mal was über Loom. Ah, du meinst das letzte Meisterwerk der Erzählkunst von Lucasfilms Brian Moriarty. Ein unglaubliches Adventure mit einer magischen Benutzerführung, verblüffenden 3D-Grafiken, klassischer Musik und Soundeffekten, ne? Nicht zu vergessen die detaillierte Animation und die Spezialeffekte. Sowie die einfache Bedienung und die deutsche Übersetzung. Ja, schnell, bevor da jemand zuvorkommt, ne? Kauf dein Loom noch heute. Oder guck dir die Let's Plays von Gronkh an. Der hat das nämlich auch schon durchgespielt, ne? Tja. Ja, das war jetzt aber wirklich ein bisschen zu viel, Kollege. Jo, entschuldige, bei einigen Themen geht's mit mir eben durch, ne? Ja, war nett mit dir zu plaudern, du. Ahoi. So viel für ein bisschen Eigenwerbung. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch ein Hundilein. Wuff? Wuff? Wuff, wuff. Wuff, wuff, wuff. Wuff, Mini Island. Wuff, wuff.
Nee, zack. Aha. Wufflechuck? Ruff, wuff, 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 wuff. Wuff, wuff. Ruff, wuff, wuff, wuff. Gouverneur Mali. Au, au. Ruff, wuff. Ruff, wuff, wuff. Ruff, wufflechuck. Auf, auf, Monkey Island. Ja, das war ja spannend.